Hallo zusammen, schön, dass ihr heute einschaltet bei dem kleinen Interview mit der lieben Esther Hofmann. Wir sind hier in ihrem zauberhaften Atelier in Düsseldorf und wir haben euch 5 Tipps zum Brautkleidkauf zusammengesammelt. Ja, aus Erfahrung, vor allem von ihr. Ne? Mhm. Und was würdest du denn den lieben Bräuten an Tipps mitgeben? Mhm. Also ich würde damit starten, wenn man sich zum ersten Mal auf die Suche nach seinem Brautkleid macht, ist es natürlich sehr herausfordernd, beziehungsweise ist was ganz Neues. Man hat ja noch nie Brautkleider anprobiert und man weiß nicht, was einem steht, was man gerne möchte, weil, wie auch. Ne? Also Internet ist eine Flut. Genau, man sieht halt... Also es ist quasi eine Reizüberflutung. Ja. Man bekommt so viele Informationen und so viele Bilder, was denn alles so wunderschön aussehen könnte und was man denn machen kann und ne, was es jetzt Neues gibt und was die Person XY macht. Und man wird ja von dem ganzen Umfeld geprägt. Und daher würde ich immer damit anfangen, dass man sich erstmal ein bisschen auf Recherche begibt. Das heißt, dass man sich Bilder anguckt im Internet von Dingen, die man schön findet. Ne? Und die sammelt. Wie bei Pinterest, und wenn man noch gar nicht wirklich weiß, was man denn gerne möchte, dann speichert man einfach erstmal alle Bilder, die einem gefallen, in diesen Ordner rein. Das ist immer mein Tipp Numero Uno. Weil im Nachhinein, oder wenn man da mal jemand anderen drüber schauen lässt, ergeben sich immer Parallelen. Auch wenn einem selber das gar nicht so auffällt. Mhm. Sei es ein langer, fließender Rock, der immer wieder auftaucht, oder ein toller Rückenausschnitt, wo man schon sagen kann, okay, das wären meine Vorlieben. Ne, das finde ich besonders schön, der Rückenausschnitt oder der lange Rock oder das Kleid mit Schleppe. Mhm. Ne, dass man erstmal sich Gedanken darüber macht oder sich informiert, was gibt es überhaupt und auch was für Läden gibt es um einen rum. Ne, da, es gibt ganz, 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 ganz viele Boutiquen mittlerweile, dass man sich da gezielt auf die Suche macht, was könnte passen. Was interessiert mich an Angebot, was würde zu mir passen? Hab deine eigene Vorstellung, aber sei immer offen für Vorschläge von den Beraterinnen. Weil die können dir auch andere Sachen, also mit dem Erfahrungsschatz, den die schon gesammelt haben, können die auch gut beurteilen, was dir steht und was auch eine Option wäre. Ja. Und manchmal sind da Sachen bei, die man vielleicht gar nicht in engere Wahl gezogen hat für sich selbst, aber die ganz toll aussehen. Mhm. Und auf der Stange sieht ja immer alles nochmal anders aus. Es gibt Kleider, die sehen am Bügel wunderschön aus, aber angezogen finde ich die nicht gut. Oder andersrum. Ja. Die sehen am Bügel nicht so besonders aus, aber angezogen machen die ein ganz anderes Bild. Ne? Ja. Das wäre Tipp Nummer 2. Also Vorstellung haben, aber offen für Vorschläge sein. Der dritte Tipp ist, dass man sich natürlich im Vorhinein auch Gedanken um das Budget macht. Ne, weil es gibt heutzutage von bis wirklich alles, auch an Brautkleidkosten. Mhm. Und man sollte ein bisschen flexibel sein, ja, aber dass man sich zumindest Gedanken macht, wo möchte ich nicht drüber kommen. Ne, was für ein Budget habe ich tatsächlich für mein Kleid. Weil man ansonsten eine riesen Auswahl hat an Kleidern, an Modellen in sämtlichen Preissparten und dann verliebt man sich in ein Kleid und kann sich das vielleicht gar nicht leisten. Mhm. Ja, dass man das auch von vornherein so in dem Termin kommuniziert, aber in der Regel wird man auch danach gefragt. Mhm. Aber dass das dann einfach rausscheidet und dann kommt man gar nicht in die Verlegenheit. Ja, sagen, zum Beispiel. Das ist ja so toll. Ja, es gibt natürlich Leute, die auch sagen, das ist mir egal, wenn es mein Kleid ist, zahle ich dafür alles, was nötig ist. Mhm. Aber in der Regel ist es natürlich, dass man ein gewisses Budget für das Kleid hat und ja, das auch einhalten möchte. Und deswegen ist es wichtig, weil wenn man in so einen Laden kommt, das ist natürlich eine absolute Reizüberflutung. Und es gibt so schöne Kleider und eines ist schöner als das nächste. Und wenn man sich das so schon eingrenzen kann, finde ich, hilft das doch sehr. Dass man dann auch nicht viel zu viel Geld ausgibt, was man eigentlich gar nicht hat und es dann hinterher bereut. Ja. Das wäre Tipp Nummer 3. Und der vierte Tipp ist, es ist immer ein heikles Thema, weil jeder möchte ja auch Begleitpersonen mitnehmen.
Ne? Und oftmals ist es dann die Trauzeugin oder Trauzeuge, die Mama, die Oma, die beste Freundin, noch die Mädels. Und am besten alle. Am besten alle, weil es ist natürlich ein ganz tolles Thema. Man hat sein Leben lang darauf gewartet, das Brautkleid kaufen zu gehen. Und es ist super aufregend und alle sollen daran teilhaben. Ist vollkommen verständlich, aber ich rate immer dazu, weniger Leute mitzunehmen. Weil viele Menschen sind viele Meinungen. Und wenn man selbst nicht so sicher ist in dem, was man gerne möchte, kann das einfach viel zu viel sein. Und dann lässt man sich von unterschiedlichen Meinungen bequatschen und ist gar nicht mehr bei dem, was man eigentlich möchte. Ja. Ne? Weil wenn du dann zum Beispiel auch die Mutti und die Omi da sitzen hast. Die sagt dann, oh Gott, ist das freizügig. Genau, das sind einfach unterschiedliche Generationen. Ja. Ne? Und zu deren Zeiten hat man es dann noch anders gemacht. Und, ne? Und dann kommt noch irgendwie die Tante um die Ecke mit, das muss man aber ne? So ja. Und so handhaben. Und im Endeffekt geht man mit was ganz anderem nach Hause, als man selbst ausgesucht hätte. Und das ist falsch. Dann lieber wenige Personen mitnehmen, die einen wirklich sehr gut kennen, als mit einem ganzen Hofstaat aufzukreuzen. Und man ist hinterher total überfordert und du willst es allen recht machen, kannst es aber gar nicht. Ja, ne? Macht Sinn. Deswegen sich lieber überlegen, okay, nehme ich die Trauzeugin mit und die Mama oder wie auch immer. Ne? Auf jeden Fall ist auf so wenig Leute wie möglich zu begrenzen. Weil man dann gar nicht so überfordert wird. Das ist der vierte Tipp. Und Tipp Nummer 5 ist, dass man halt authentisch bleibt. Und dass man selbst bleibt. Ne? Weil viele Frauen haben das Gefühl, sie müssten sich jetzt an ihrem Hochzeitstag verkleiden, weil man das so macht. Mhm. Man muss das Prinzessinnenkleid anziehen, weil man es so macht. Oder man muss überhaupt ein Kleid anziehen, weil man es so macht. Und ich hatte schon öfter hier jemanden sitzen, der sagt, ich bin überhaupt kein Kleidtyp und ich will auch kein Kleid anziehen. Dann sage ich, ja, warum machst du es denn da? Weil man das so von dir erwartet, das ist Quatsch. Ne, es gibt ja auch ganz tolle Outfits als Zweiteiler, als mit einer Hose, Jumpsuits, ne, oder ein schickes Kostüm. Es muss ja nicht unbedingt das klassische Brautkleid sein. Ja, weil wenn man überlegt, gerade am Hochzeitstag, ne, möchte man den schönsten Tag, aber trotzdem authentisch wie möglich als Fotografin. Ne, geht mir jetzt, wir wollen die authentischsten Bilder. Aber, ja, aber dann, wenn du selbst nicht authentisch bist oder unsicher bist, weil genau. Du halt eine Rolle spielst, die aber nicht dir gleichkommt, dann wird das Ganze auch nicht authentisch. Genau. Dann fühlst du dich auch nicht wohl und strahlst das Ganze halt auch aus. Und ich meine, es gibt ja einen Grund, warum dein Partner oder deine Partnerin dich heiraten möchte und ja nicht, weil du eine gewisse Rolle erfüllst, sondern genau. Deinetwegen. Und ich sage auch immer, im Endeffekt, ja, es ist mein Job und ich liebe Brautkleider und es ist wunderschön, aber vermutlich könntest du auch einen Kartoffelsack aufkreuzen und derjenige oder diejenige wird dich trotzdem nehmen. Ja, wahrscheinlich was schon, ich meine, ne? Und deswegen, sei ehrlich zu dir selbst und schau darauf, was nicht was andere möchten oder was die von dir verlangen, sondern was du denn möchtest. Ja, würde ich so unterschreiben. Genau. Ja, cool. Das Wort zum Freitag. Das Wort zum Freitag. So, auf geht's. Plant, geht Brautkleid suchen und vielleicht haben die Tipps ja für euch auch ein bisschen geholfen. Hoffentlich. Ja, genau. Falls es noch Fragen gibt, schreibt uns gerne jederzeit und ansonsten, falls euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Däumchen nach oben. Bis zum nächsten Mal und ja, bis denn. Tschüss.